Grüß euch zurück bei Call of Duty Black Ops 3. Ich sag es dir lieber gleich, das könntest du bereuen. Die Immortals sind auf Rache aus. Bis wir Kane erreichen, wird nichts mehr von ihr übrig sein. Darüber wird nicht diskutiert. Du weißt schon, dass sie wollen, dass wir sie suchen. Sie wollen, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen sehen. Das sind nicht wir, Hendrix. Was immer sie tun, ist ihre Schuld. Okay, geht's. Passt. Also, weiter geht's natürlich sofort in der nächsten Mission. In der letzten haben wir da diese Unglücksstelle untersucht und sind auf ein paar Ungereimtheiten gestoßen. Und gleichzeitig ist jetzt das Hauptquartier, wo die Kane ist, quasi angegriffen worden und die sitzt da jetzt fest. Und unsere Geschichte ist es jetzt einfach, sie da rauszuholen, offenbar. Sie zu retten. Und vor der Rache der 54 Immortals zu schützen, weil mit denen sind wir ja nicht gerade zimperlich umgegangen. Einen haben wir heimgetraut, den anderen haben wir verstümmelt. Ja, war recht eine wüde Geschichte. Und die sind natürlich jetzt dementsprechend sauer. Jetzt weiß die Welt also, dass es ein CIA-Geheimprojekt war, das zum Tod von mehr als 300.000 Menschen geführt hat. Glaubst du mir jetzt, dass Kane uns Informationen vorenthält? Meinst, sie weiß mehr, als sie uns sagt? Ich glaube, Taylor ist über irgendwas gestolpert, das er nicht wissen sollte. Und jetzt ist er frei zum Abschuss. Kann sein, ja. Aber Kane ist auf unserer Seite. Wir können sie nicht diesen Tieren überlassen. Beim WA herrscht pures Chaos. Wir müssen Taylor finden, bevor es schlimmer wird. Wenn wir Kane nicht rausholen, macht das keiner. Sie ist schlau und sie hat Biss. Sie wird durchhalten, bis wir kommen. Naja, offenbar trauen sie der Kane auch nicht so hundertprozentig. Also das ist jetzt schon so ein Wiggelwoggel. Also das war offensichtlich eine CIA-Operation, die das Unglück da verursacht hat, wo ihm die ganzen Leute gestorben sind. Kane, wir sind an der Außenmauer. Verlassen die Quarantänezone. Ihr solltet mich doch nicht holen. Freu dich nicht zu früh. Noch sind wir nicht da. Wie ist der Status? Ist der Unterschlupf noch sicher? Vorerst. Ich sehe, dass die Immortals schnell näher kommen. Und dabei zerstören sie alles in ihrem Weg. Ach, kein Scheiß. Wir sind so schnell wir können da. Bleib stark. Ich sag dir was. Setz nicht zu viel Hoffnung in Kane's Chancen. Die Pisser meinen es ernst. Ja, wir doch auch. Und wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Naja, ist ein gemütlicher Ecken da, würde ich sagen. Zwischen sich und dem Unterschlupf ab. Ich meine, kommt ja recht gut als Halloween-Deko, aber so in echt, naja. Okay, also das wollte ich sagen, da wo die 300.000 dann gestorben sind und die haben jetzt, der Hendrix hat da jetzt den Verdacht, dass die Kane da uns auch was verschweigt. Positiv. Und dass vielleicht der Taylor doch nicht... Naja, lassen wir uns überraschen. Die Geschichte ist spannend und so soll sie auch sein. Sie soll ja spannend sein, hat. Sonst ist sie ja fad. Was habe ich denn da eigentlich für Schissprügeln? Schalldämpfer angepasst. Naja, werden wir schauen, dass wir da noch was anderes kriegen. Schalldämpfer. Hörst du das? Ich höre es. Ich höre es auch. Ja, lass mich doch da um die Kurven, dann sehe ich, was da oben los ist. Okay, da haben wir mal aufgeräumt, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir, was die da für Waffen Sicher. Haben. Seit der Sache mit ihrem Bruder handelt Gojo aus reiner Wut. Statt ihre Soldaten der, genau, keine die schaut doch fetzig aus, Niemandem. Oder? Wenn wir sie finden, werden wir es auch nicht. Das hört sich nicht gut an. Egal, ich bleibe jetzt bei der. Genau. Munition wäre schon finden dafür und passt. Okay, also wir müssen jetzt zu den Unterschlupf. Die 54 Immortals haben natürlich alle Unterschlupfdaten gehackt und somit wissen sie natürlich auch jetzt, wo die Kane drinnen ist. Wir beherrschen. Die Bösen killen. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen. Das sind aber viele. Oh, wer kam das? Na, nicht schlecht. Ah, Zeitlupe. Zeitlupen-Action. Jawohl. Ah,
Das ist noch geil. Nicht vorbei. Ah, da hinten sind auch noch welche. Gut. So. Da, Freunde, haben wir mal erledigt. Dich auch. Sehr gut. Mit der Waffe geht was weiter, aber ich wollte eigentlich die andere haben. Ja, genau. Die ist nämlich auch nicht schlecht. Okay. Das Aiming ist noch immer verbesserungsfähig. Weißt du, bis wir Kanes Arsch gerettet haben, sind Taylor und die anderen längst weg. Das kommt davon, Hendrix. Wir holen Kane, dann suchen wir Taylor. Wir lassen niemanden von uns zurück. Bist du sicher, dass Kane eine von uns ist? Okay, die sind sich auch nicht ganz sicher da. Man hört es ständig in den Dialogen. Was ist los? Was ist los, Hendrix? Geht das schon wieder los? Na los, töten wir sie alle! Geh in Deckung! Ah, da oben. Ein Sniper. Shit. Den habe ich versemmelt. Jetzt haben wir ihn aber, oder? Jawohl. So, er noch. Servus. No. Der war doch genau drauf. Da ist sowas. Naja, der Sergeant Chen, der schaut nicht mehr so glücklich aus der Wäsche. Das wird alles noch viel schlimmer, bevor es besser wird. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, hierher zu kommen. Was haben wir da so Feines an Waffen rumliegen? Die haben eh alles das Gleiche, das was ich habe. Die ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Die taugt mir mal. So, der Hendrix hat Stil aufgemacht. Was ist da? Unbemerkt bleiben. Unbemerkt bleiben. Ach du Scheiße, die knallen da die Leute ab. Und wir können dann gar nichts tun dagegen. Wir müssen einfach... Na gut, die sind jetzt eh schon hinüber. Jetzt sind wir eh schon zu spät. Jetzt ist es eh schon wurscht. Aber unbemerkt sind wir geblieben. Mobile Waffenkammer. Ah, okay. Da hätten wir jetzt wieder... Was bieten sie uns denn an? Nein, ich möchte eigentlich auf der Ausrüstung bleiben. Nein. Ich bleib so. Türe. Ah, die muss wieder ich aufmachen, oder? Alles klar. Ihr versteht es nicht, oder? Taylor? Was zum Teufel tust du? Du hast uns verkauft. Du hast dem Feind geheime Informationen gegeben. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hinter der schicken Firmenfassade führte die CIA illegale Experimente an Menschen durch. Experimente, die ihnen wieder vor die Füße gefallen sind, mit Hunderttausenden von Toten und noch mehr, die durch die Auswirkungen leiden mussten. Und jetzt frag dich mal, wer ist in dieser Situation der Böse? Die Menschen, die eine Katastrophe direkt vor ihrer Haustür überlebt haben? Oder die Schlipsträger, die alles vertuschten? Die Immortals haben eine Gesellschaft aufgebaut, als der Rest der Welt wegsah und sie verrotten ließ. Vielleicht wollen sie Rache, vielleicht wollen sie Gerechtigkeit. So oder so. Du kannst doch nicht sagen, ihr Zorn wäre nicht gerechtfertigt. Taylor! Taylor! Kane, Taylor hat unsere Kommunikation gehackt. Kane! Ich höre nichts mehr von Kane. Es könnte schon zu spät sein. Wenn die Immortals in den Unterschlupf gelangen, ist Kane so gut wie tot. Geh nach oben, finde einen Weg für mich. Ich hoffe, du liegst bei ihr richtig. Ui, was hat uns jetzt der da für einen schicken Prügel in die Hand gegeben? Ah, das. Was ist denn das? Ich soll zwar. Hat er gesagt unten oder oben? Ich weiß es nicht. Ah, da sind die da mit dem Benzin. Sachte, warte, bis niemand hinguckt. Oh, der hat den noch weggeschmissen. Oh, da steht ein Sniper. Schau da was an. Na, die ist aber fein, das Ding da. Ah, da oben noch ein Sniper. Zack und tschüss. Die Drohnen greifen mich jetzt einmal nicht an. Du schaust. Außer Sicht bleiben. Ja. Ist aber ganz fein. Warum wolltest du mich da nicht oben haben? Warum hast du gesagt, ich soll unten gehen? Da linst noch irgendwas. So ein Strahl ums Eck. Aber der ist, glaube ich, da dahinter. Da komme ich nicht hin. Oh, die Drohnen kommen. Ich schleiche mich da jetzt einmal. Ich muss da rüber. Na, es war eh irgendwie klar, dass ich genau durch die.
durch die Feinde durch muss. So, wo komme ich denn da jetzt wieder runter? Alles klar, Ziele verhalten sich ruhig. Schatten haben wir auch, das finde ich auch fein. Gehen wir da mal runter. Ach, da. Ich habe ihn schon gesehen. Habe ich. Wird das jetzt eine Schleichmission? Machen wir da jetzt einen auf Schleichen? Schaut fast so aus, ne? Würde ich sagen. Oh. Den einmal weg, das war der. Sie sind aufgesteckt, verstecken. Ah, gar nichts ist. Fix, das könnten wir auch einmal einschalten. Das vergesse ich immer, dass sich das immer deaktiviert. Oh, da ist noch irgendwo ein Sniper. Sehen schon. Mann, da ist er. Ich hab glaubt, da drüben steht er. Okay, so, den haben wir auch. Haben wir da jetzt alles? Alles klar, Sie gehen wieder in Position. Okay, da geht's weiter. Na, passt. Da ist er ja schon, unser Hendrix. Das Messer habe ich. Das Moment. Ist eine coole Socke. Wir wollen diese ASP nicht anlocken. Oh. Wir sollten rauf auf die Dächer. Da sehen wir besser, womit wir es zu tun haben. Oh. Bin dabei. Ist was zum Hacken? Na. No. Oh. Scheiße. Die reinste Immortals-Tagung da unten. Kriege ich da wieder Munition? Ich geb dir von oben Deckung. Ja, geil. Du gibst mir wieder von oben Deckung. Na, warte mal, ich schau mir das aber selber zuerst einmal von oben an. Weil schau, was ich da sehe. Ist das ein Scharfschütze da unten? Na, freilich ist das ein Scharfschütze. Sachte, warte, bis niemand hinguckt. Ja, ja. Hat eh keiner gesehen. Da drüben ist noch ein Scharfschütze. Na, jawohl. Ah, da geht auch einer. Schau da was an. Wo gehst denn hin, Freund, ha? Na schau, da steht er sich in Position. Aber wo hat der jetzt hinverzogen? Warum ist das auf einmal nach rechts weggegangen, wie ich schießen wollte? Hallo, bleibst du da noch einmal stehen? Na eben, geht doch. Und da habe ich, glaube ich, auch einen gesehen, ja? Flüster leise, na bitte. Warum in die Ferne schweifen, wenn der doch da schon so nah ist? Ja, das ist ein bisschen Sniper-Action. Der ist schon erledigt. Da haben wir ihn. Oh, da steht auch wer. Das wäre eigentlich dein Hocken, da von oben Deckung zu geben, ha? Wenn es da schon so großartig rausposaunst, du gibst mir von oben Deckung, nicht? Dann sitzt da oben gemütlich und schaust, ne? Na, ist eh klar. Muss man wieder alles selber machen. Alles muss man selber machen. Ich keine Ahnung, ob das überhaupt jetzt vorgesehen ist, dass ich da einfach die Leute abknall, aber es taugt mir gerade. So, aber ich glaube, jetzt habe ich alle. Jetzt schauen wir noch einmal davor. Da steht noch einer. Schau da was an. Den holen wir uns doch auch. Jawohl. Ah, da wäre auch irgendwo einer gewesen. Aber das sind hinter die Häuser. Okay, und ich muss wieder darüber. Na, passt. Dann gehen wir mal los. Ich tue da jetzt noch einmal nachladen. Alles aufladen. Und dann... Wo habe ich ihn zuerst gesehen? Wo geht's denn da runter? Da drüben. Ja. So, also schleichen wir mal. So ein bisschen Metal Gear Style.
Nur, dass da wurscht ist, wenn man Leute umbringt. Was macht er da bitte? Dass man sich die leider nicht dauerhaft markieren kann. Ich meine, ist eh total unrealistisch, immer dieses dauerhafte Markieren, dass man dann Leute auch durch die Wände durchsehen kann. Schauen wir mal, ich schleiche mich da mal am Rand vorbei. Oh. Na bitte, das war doch wunderschön. Alles klar, Ziele verhalten sich ruhig. Sehr gut. Das ist immer gut. Wenn die Ziele ruhig sind, dann taugt man das. Ziel direkt voraus! Oh. Ja, das habe ich gesehen, aber was machst du denn da jetzt so einen Stress? Der ist ja ganz entspannt, der sieht mehr nicht. Na schau, jetzt schleicht er sich. Ich habe nur gewartet. Ah, da ist noch einer. Den hat er vielleicht gemeint. Sie sind aufgeschreckt, verstecken. Ziel direkt voraus! Aha. Keine Ahnung, was ich da mache. Das ich mach. Ja, findest? Ja, wenn es das du sagst, wird es halt knapp gewesen sein. Die Drohnen tun mir irgendwie überhaupt nichts. Ach Gott, das ist irgendwie ungut dadurch. Ich schaue, wie ich da durchkomme. Weil da habe ich schon ein paar Typen erledigt. In Schatten. Ich bin ja schon so vom Metal Gear gewöhnt. Ach Gott, scheiß Drohnen. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Oh, das sind wieder Typen. Noch einer? Nein. Oh, da hinten rennt einer herum. Stellt sich hin, komm, bleib stehen und Feuer. Jawoll. Der ist zuerst schon so da gestanden. Diesmal. So. Ich komme der Sache schon näher. Boah, die Drohnen machen mich scheiß nervös, aber ich. Solange sie mir nichts tun, möchte ich die nicht angreifen. Oh. Naja. Da muss ich her. Passt. Ja. Na, war ja spannend. Ich hoffe, es bleibt so spannend. Wie es genau weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und pfiat euch.